Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur Open Beta von Ghost Recon Breakpoint. Ja, jetzt mit der vierten Story-Mission von... Warum soll ich denn die Drohne einsetzen? Weil er in ein Auto fährt. In der vierten Story-Mission von Operation Greenstone mit dem schönen Namen Skell unterwegs. Jay Skell finden. Finden Sie das Fenbok-Testgebiet. Skell ist zum Fenbok-Testgebiet gegangen. Es befindet sich im südwestlichen Teil der Region Fenbok. Das ist ein Ensemble aus Häuserattrappen. Häuserattrappen, das haben wir doch schon mal gesehen irgendwo. Also ich zumindest. Es befindet sich im südwestlichen Teil von Fenbok. Hier ist Fenbok. Südwestlich wäre hier irgendwo. Ein Ensemble aus Häuserattrappen. Das hier? Sind das hier Häuserattrappen? Ich würde sagen, wir probieren es aus. Na, probieren wir es einfach aus. Okay. Ist auch gar nicht so weit weg tatsächlich. 4,5 Kilometer. Wir können ja mal ein bisschen tief fliegen. Einfach nur... Just because of the fun. Nur zum Spaß. Auch wenn ich das fühlt sich an wie, als würde man ja. Direkt hinter dir. Was? Gar nicht, Alter. Das hat sich angehört, als würde er bei mir im Heli sitzen. Oder war das unser Mensch, der da unser Charakter, der das gesagt hat? Ja, also mit der Heli-Steuerung, es fühlt sich einfach an, als würde man eine S-Bahn fahren oder so. Es macht einfach keinen Spaß. Also mir macht es keinen Spaß. Kann jetzt natürlich nicht für euch sprechen, aber mir persönlich macht es keinen Spaß zu fliegen. Ich will mich gerne umgucken. Es sieht so cool aus, aber ich kann mich nicht umgucken, weil ich dann den ganzen Heli drehe. Das ist zumindest eine Taste, die ich drücken kann, um mich währenddessen umzudrehen, wie bei Arma oder so, wäre ganz nett. Das sind keine Häuserattrappen, das sind Solarfelder, oder? Ja, das sind Solarzellen. Solarpaneele. Das hier sind aber Häuserattrappen. Ich mach mal die Markierung weg. Precipice Falls. Hier gibt's Häuserattrappen. Ich will mal nochmal was versuchen. Ich war ja in Wildlands quasi Experte im Fallschirmspringen. Ich weiß nicht, wie der Fallschirm jetzt hier ist. Kann also sein, dass wir jetzt gleich sterben. Aber ich versuch's trotzdem. Ich meine, es ist eine Beta. Es gibt kaum einen besseren Zeitpunkt, um sowas auszuprobieren. Ich will da oben hin. Da oben drauf. Oh scheiße, da steht ja einer. Nicht so gut. Wow. Oh, scheiße. Ja, das war schlecht. Ich hätte vielleicht doch sollen die M4 mit Schalldämpfer nochmal auswählen. Aber jetzt ist eh egal. Geh kacken, Drohne. Oh, eine blaue Kiste. I kiss the girl and I like it. Kompensator für LMG. Toll. Oh, shit, 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 shit. Genau, sterben sollst du. Nein, bin ich gar nicht. Aber du bist so gut wie tot. Ich nicht, du schon. Oh, du schießt die Raketen, das ist aber nicht nett. Oh, das ist noch eine. Schleichen wäre cooler gewesen, aber ja. Deshalb sollte man Einsätze wohl... am besten vorbereiten. Mit Loadout und allem drum und dran. Und
Das Gute ist, ich kann da durchschießen, aber die Raketen kommen nicht durch. Wow. Oh, die kann aber auch ohne Raketen schießen. So, nochmal Autofeuer. Chase Gell finden. Ach, ich soll dem Drohnenwrack Informationen abnehmen. Okay. Alles klar. Yay, Level Up. Level Up habe ich gerne. Ja, warum nicht? Nee, keine Ahnung. Simultanschussdrohne haben wir ja schon. Automatische Markierung, das will ich haben. Außerdem mehr Tarnung kann man immer gebrauchen. Und was haben wir hier? Spritzenkapazität. Juckt mich nicht. Aber den Schneidbrenner will ich. So, dann rüsten wir die Vorteile mal eben aus. Sechster Sinn und schmaler Schatten. So, was haben wir hier? Eine Sasko und eine Scorpio. Die Scorpio können wir ausrüsten. Jo. Die Handschuhe von der letzten Folge. Und das war's. Was haben wir? Ein Gearscore von 16. Gut. Okay. Und noch ein Level Up. Okay, noch ein Level Up. Dann nehmen wir besseres Zerlegen. Können wir. Eigentlich könnten wir dann gerade mal nochmal die Waffen zerlegen. Ich würde gerne Waffen als. Oh nee. Der Division Bug ist da. Ich drücke jetzt Leer. Da steht Leertaste für OK. Ich drücke OK. Ah, jetzt klappt es natürlich. Nochmal. Zerlegen. Ich drücke Leertaste für OK. Na toll. Klasse. Jetzt geht's natürlich. So, die eine M41 lasse ich. Da, jetzt hat er es wieder gemacht. So, und die noch. Die lasse ich. Ich würde gerne Waffen als Favorit markieren können, damit ich sie nicht aus Versehen zerlege. So, da haben wir hier noch die alte Pistole. Und hier sowas. Okay, also ich sollte mit der Maus auf das OK klicken. Warum ich die Sachen eigentlich brauche, weiß ich auch nicht. Standardausstattungsteile. So, die Nomad-Hose. Und die beiden Schuhe. Dann schauen wir mal, ob wir die M4 noch ein bisschen aufmotzen können. Jawohl, ja. Das hier fehlt uns noch. Fortschrittliche Waffenteile. Aber gut. So. Ich gehe mal da runter. Oh, ist tiefer als ich dachte. Oh, ein Laptop. Ist da gerade GPS-Karte bekommen? Okay, holen wir sie uns. Ist da gerade einer einfach so gestorben? Kommen die jetzt hoch? Jo. Tun sie. Scheiße. Ich bin ein Ghost, ein ziemlich lauter zwar, aber dennoch. Warum hat er denn nicht geschossen? Der hätte mich können umlegen wahrscheinlich. Oh, ich habe kaum noch Munition. Das ist schlecht. Nun, jetzt haben wir ein kleines Munitionsproblem. Bringt es was, wenn ich die Waffe wechsle? Nein. Shit. Guten Tag, meine Herren. Ich hätte gerne Munition. Vielen Dank. Ich glaube, ich bleibe jetzt bei der, für die ich einen Schalldämpfer habe. So, die Informationen aus der Drohne rausholen.
Neuer Hinweis. Drohnenkarte. Das ist der GPS-Chip einer Drohne inklusive eingravierter Seriennummer. Bringen Sie die Karte zur Antenne. Hey, was? Wo ist es hin? Bringen Sie die Karte zur Antenne. Die Drohne hatte eine Art Karte, die eine Seriennummer enthält. Der Computer wird mit einer Seriennummer entsperrt. Zu dieser Antenne? Okay. Deine Mutter ist da drüben. Oh, da hinten ist eine Kiste. Ich weiß, ich sag die ganze Zeit, Loot fällt gar nicht so auf, aber ich sag's mal anders. Der Loot fällt mir nicht negativ auf. Ich nehme die Kisten so quasi im Vorbeigehen mit. Will natürlich auch nichts liegen lassen, genauso wie die Aufklärungsdaten hier. Hey, so ein Tablet will ich auch. Das ist ziemlich groß und hat kaum Rand. Ich will das Tablet haben. Und es ist saudünn. So. Das Ding da oben. Noch eins höher, natürlich. Da drin ja nicht. Da. Ich muss mir unbedingt vor den Livestreams dann aber noch meine Maus mal auf das Spiel anpassen. Ich habe ja extra so eine, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Tasten, 7, 8, eigentlich 9 Tasten. Nein, eigentlich 10 Tasten. Ja, auf jeden Fall ein Haufen Tastenmaus, also die Logitech G502. Gibt's da drin noch was? Und ja, ich habe die nie irgendwie eingestellt. Ich habe eigentlich immer auf den Tasten links neben der linken Maustaste immer Mausgeschwindigkeit hoch und runter. Aber das benutze ich eigentlich so gut wie nie. Daher könnte ich dort ja auch Tasten für Ghost Recon legen. Vor allem da Ghost Recon das Spiel sein wird, was ich definitiv in den nächsten Wochen und Monaten am meisten spielen werde. Arbeitshandschuhe. Tja, hacken. Wenn hacken so einfach wäre. Ich bin Programmierer und kann's nicht. Neuer Hinweis. Unbekanntes Rätsel. Übertragungsmitschriften. Ein Verzeichnis der Übertragungen, die von der Fanbock-Antenne empfangen wurden. Das Logbuch verzeichnet eine Reihe von Anweisungen, die an das Drohnentestgelände gesendet wurden. Sie alle kamen von einem nicht zurückverfolgbaren Server namens Point Zero. Was soll ich jetzt machen? Erreichen Sie den Treffpunkt. Er hat den Treffpunkt auf der Taktikkarte markiert. Überlegen, wie es weitergeht. Also zu Josiah Hill zurückkehren. Okay, Sky hat Dateien auf einen Privatserver hochgeladen. Er hat irgendwo ein Geheimlabor. Okay, so. Oh, das ist doch gerade da vorne. Warum wird das denn? Achso, er hat den Treffpunkt auf der Karte markiert. Gut. Okay. Ich fände es gut, wenn man alles selbst suchen müsste. Außer vielleicht innerhalb R1s. Weil ich das System halt echt gerne mag. Hilfe, wo geht's hier runter? Kann ich da runter? Oh oh. Ach, guck mal. So, jetzt haben wir allerdings keinen Hubschrauber mehr, aber da vorne stand doch ein Landepad. Und hier gibt's auch noch Gegner. Yippie, Gegner. Ich mag Gegner. Beziehungsweise sind ja eher Opfer als Gegner, aber... Oh, das ist sogar ein Kampfheli. Pling, pling. Hier jemand drin? Nee. Da kommt aber einer. Nein? Hm.
So, probier's mal hier schlafen. Was haben wir hier so? Minen? Oh, hi! Also eigentlich stand der nicht mit dem Rücken zu mir. Hat sich einfach so hingedreht, weil es halt gerade so war. Als ob in der Zeitung so viele Infos sind. Na gut, ein Biberkord vielleicht. So, Drohne. Ein bisschen Angst. Lieber Entdeckung. Boom. Warum gibt es denn da keine Drohnenteile? Da oben ist noch eine Kiste. Eine Kiste mit Schuhen. Das reinste Paradies für Frauen. Oder Männer, die gern Schuhe tragen wollen. Die noch keine 10 cm Hornhaut unter den Füßen haben. Noch ein neuer Sniper. Eine G28. Hat allerdings hat weniger Schaden. Nö, die will ich nicht. Die mag ich nicht. Die mag ich nicht. Der wirkt so lang. Der ist so langsam. Guck mal, der fliegt nur 150. Warum ist der so lahm? Das ist ein Heli. Auch Kampfhelis fliegen schnell. Oder gerade Kampfhelis fliegen schnell. Josie, ich komme. Da bin ich schon. Josiah, was ist das? Hab unsere Leute gefunden. Johnson. Weaver. Das waren gute Männer. Verdammt, was hat Walker vor? Er ist durchgedreht. Seit dieser Sache damals mit Vaughn. Ich hätte ihn stoppen müssen. Du weißt, wie Vaughn drauf war. Ja, aber es hätte nicht so laufen müssen. Was ist hier los? Da war... Ich dachte, jemand schießt auf mich. Das ist unser Dorf, Vaughn. Das sind doch Verbündete. Sie war bewaffnet. Sie hatte eine Waffe. Tja, ich kann keine sehen. Nein, sie hatte eine Waffe. Seht ihr? Ich hatte keine Wahl. Willst du mich verarschen? Das reicht. Du hast schon mehr als genug von meiner verdammten Zeit verschwendet. Nein, das kannst du nicht machen. Das ist deine Schuld. Nein, das ist deine Schuld. Du hast mich schikaniert. Oh Gott. Immer weitergetrieben. Du kannst... Du wirst... Oh Mann, mein Dad wird erfahren, was du mir angetan hast. Du erbärmlicher Wurm. Holst du dich bei Daddy aus? Ist es das, was du vorhast? Jedes Mal, wenn du verkackst, gibst du einem anderen die Schuld, oder? Jedes Mal, wenn du Ärger hast, war
Wartest du einfach auf deinen Daddy und vertraust darauf, dass er dir hilft, hm? Ich sag dir mal was. Dein Daddy ist nicht hier. Halt's Maul! Ich bin ein guter Soldat! Ich bin ein guter Soldat! Du bist ein wertloses, verficktes Stück Scheiße. Hey, 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 hey. Ruhig, komm schon. Komm, Vaughn. Gib mir deine Waffe. Na los. Walker. Was hast du getan? Er war erledigt. Jetzt ist er erledigt. Davon abgesehen, hätte ich das wertlose Schwein nicht umgelegt, wäre bald das ganze Dorf hinter uns her. Mann, das ist scheiße, Walker! Den Rest kennst du ja. Ja, du hast nicht ausgesagt. Deshalb war er nicht im Knast. Ich hätte etwas sagen müssen. Dann säßen wir jetzt nicht in dieser Scheiße. Nein. Das war richtig. Sag das meinen Leuten, die er erschossen hat. Hast du was zu Skell? Das hier habe ich aus einem Labor. E-Mail von Jay Skell zur Strukturwartung. E-Mail von Jay Skell, geborgen von Josiah Hill. Ed, ich habe große Zweifel, was die aktuellen Abrissarbeiten angeht. Ich kann nicht genug betonen, dass das unterirdische Point Zero Labor einsatzbereit und streng geheim bleiben muss. Du musst die Integrität des Fundaments dieses Gebäudes ständig überprüfen. Lass sonst niemanden rein. Wenn irgendwas repariert werden muss, kannst du die Reparaturdrohnen benutzen. Aber weihe niemanden ein. Niemanden! Auch nicht Ayana Puri oder Joanna Jericho. Ich hoffe, du hast dafür Verständnis. Jay Skell. Lösung. Dieses unterirdische Labor muss noch intakt sein. Sehen wir es uns an. Ich weiß nicht. Ich würde gern Walkers Männer auskundschaften. Rausfinden, was er vorhat. Wenn du bekannte Gesichter siehst, glaub nicht, dass sie Freunde sind. Ein guter Rat. Wir treffen uns dann hier. Haupteinsatz Skell unterwegs, abgeschlossen. Alter Schwede, Leute. War diese Zwischensequenz geil oder war die geil? Also ganz ehrlich, die Zwischensequenz, die war Hammer. Also ist nur meine Meinung. Ihr könnt natürlich eine komplett andere Meinung haben, aber meiner Meinung nach, Alter, war die gut. Die war fast filmreif. Fast. Ich habe diese Zwischensequenz tatsächlich sogar schon gesehen. Auf Englisch. Und ja gut, auf Englisch ist natürlich nochmal ein anderes Flair, aber vor allem auch mit der Originalstimme von John Bernthal. Aber ey, war die gut. Mega. Ja, gut. Da haben wir diese vierte Mission auch abgeschlossen. Dann geht's jetzt in der nächsten Folge weiter mit der Feind meines Feindes.
Bis dann, meine lieben Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.